So Leute, es geht mal wieder weiter. Ja, wir hatten letztes Mal hier den Block gefunden im vorherigen Part. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch den gerne anschauen. Das wäre nett. Ich nehme hier erstmal einen Pilz. Mario muss wachsen. So, den Powerblock brauchen wir jetzt. Ach, ja, den brauchen wir. Den brauchen wir jetzt, um da hinten diese Wand wegzusprengen. Wieso auch immer das so ist, ich weiß es nicht, aber es muss es halt sein. Na gut, viele Gegner im Weg. Die sind aber kein großes Problem für uns. Na gut, so. Ei. Ach, gut. So, und hier sind. Oder? Ja. Ne, das war so nicht geplant. Das konntet ihr euch schon denken. Ich war, das ist ein Zeitraum. Zeitdrang, nicht Zeitrank. So. Jetzt sollte es eigentlich gehen. Geht doch. Doch richtig gedacht. Na gut. So, hier ist das Ziel. Und als nächstes, ich könnte jetzt im Bonus-Level gehen, aber das will ich nicht. Das ist mir jetzt zu doof. Das ist nur Zeitverschwendung. Wir sind sowieso schlecht in der Zeit. Von daher speichern wir und gehen in World 723 Stardust Fields. Ah, okay. 7 bis 3. Wieder die witzige Musik. Ja. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, warum ich mal die Musik nenne. Ich mag Musik von Super Mario World zum Beispiel sehr gerne. Von daher sage ich das öfter. So, die wollte nicht ohne Erlaubnis rauskommen, aber dann haben wir sie doch noch rausgequetscht hier. So, alles wird tiefgefroren. Für später verwendbar. Wir wollen ja nicht, dass die Koopas aussterben, die Goombas. Ja, Koopas auch nicht. Okay, Münzen einfrieren. Da hätten wir für später immer noch mal was, aber nee, nee. Ah. Wieso musste eine Lücke zwischen sein? Das fragt sich jeder. Na gut. Einfrieren, einfrieren. Gut. Der spuckt wieder seine alltäglichen Feuerbälle. Den haben wir gekillt. So, da oben könnte noch was drin sein. Ja, eine Feuerblume. Und hier könnte auch noch was drin sein. Nein, das Rohr ist nicht betretbar. Da hatte der Hersteller von dem Hack wohl ein paar Probleme mit. Oder auch nicht. Oder ich kenne ihn nicht. Ich weiß es nicht. Trotzdem guter Hack. Und weiter geht's. Ja. Ich habe in letzter Zeit viel Trackmania gezockt für Wii. Das ist etwas, das kam in Europa erst vor kurzem raus. Ich habe es mir auch geholt. Ja, ihr wisst schon wie. Und ja, da habe ich zwei, drei Tage, ja jetzt, den einen Abend habe ich gegen 12 Uhr oder so angezockt. Und ja, deswegen gab es gestern zum Beispiel keine Let's Plays. Kriegen sowieso nicht viele Aufrufe. Ich gebe mir so viel Mühe und ich kriege keine Aufrufe. Also, jeder, der bis jetzt hier geguckt hat und meine LPs öfter anguckt oder das erste Mal, ist mir egal wer. Auf jeden Fall, wer es anguckt und Deutsch kann, halt, ja, sonst würde das hier keinen Sinn ergeben. Der soll bitte jetzt einen Kommentar unter das Video schreiben. Den Kommentar, der soll lauten, ich habe dieses Video gesehen. Oder, nee, wartet mal, schreibt noch nicht. Ich muss nochmal sterben, okay. Der schreibt, was schreibt er denn? Oh, was könnt ihr schreiben? Puh, ich will mich jetzt nicht selber loben mit irgendwie gutes LP oder so, aber irgendein Kommentar halt, der nicht negativ ist. Ich kann gerne mit Kritik umgehen, aber der sollte jetzt nicht so du Arsch oder sowas sein. Er sollte schon sein irgendwas Positives oder Verbesserungsmöglichkeiten oder ich gucke deine LPs immer an oder zum ersten Mal oder mag sie oder auch nicht oder ja, okay. Ja, der kommt das rüber. Gut, dann wisst ihr also, was ihr jetzt zu tun habt. Also jeder, der das, ist eine große Bitte an euch. Ja, das war der Grund, also weil ich Trackmania gezockt habe, dass ich hier nicht LP-Videos hatte. Ich habe auch schon, ich weiß nicht, ob ich deswegen Abo-Kündigung bekommen habe. Ja. Oder, weil ich habe Trackmania-Videos gemacht.
Ich mache 3 Gameplay-Parts. Ich habe bereits 2 gespielt. Und ich sollte mich... Ich sollte mich jetzt eher aufs Spielen konzentrieren und nicht auf das hier. So, Baseballman. Geh dahin, wo du herkommst. Ja, herkamst. What? Okay, die können ja wütend werden. So habe ich den noch nie erlebt. Hier wird es nichts mehr geben. Okay. Ich habe also, wie gesagt, schon ein paar Abo-Kündigungen bekommen, weil ich jetzt keine LP-Parts oder Playthrough-Parts mehr gehabt habe. Also jeden Moment, was heißt jeden Moment? Ja, es kann auch jeden Moment sein. Kommt ja Kirby's Epic Yarn. Ich krieg's ja auf speedlaunch.in, also Info. Oder halt, wie heißt es? We Reloaded Info. Moment. Bekomme ich ja etwas früher. Deswegen, ich weiß nicht, es kommt am Donnerstag in Japan raus, am Sonntag in. Und am Sonntag in den USA. Ui, das eine. Lesen wir mal. A giant piranha plant is blocking your path. Find a power block. Ich sag mal Po block. To get rid of it when you collect, was weiß ich, keine Ahnung. Ist mir auch scheißegal. So, Blöcke. Ach, was ist jetzt passiert? Na gut. So, okay. Nochmal zurück zum LP allgemein. Zu meinen LPs. Allgemein. So. Ja, es gab letztes Mal ein... Ach, Mist, verarsche. Es gab letztes Mal einen, der hat einen scheiß Kommentar gemacht. Scheiß LPs, scheiß Stimme. Du bist scheiße und sowas. Und ja, ich bin schlecht, meinte er. Ach, und wie ich halt so bin... Was passiert jetzt? Nein! Ach, dieser Fehler. Ich sterb lieber nochmal. Na gut, er meinte halt, ich wäre ganz doof und so. Ist mir scheißegal, was andere denken. Ich hoffe nur, ihr habt euren Spaß immer bei meinen LPs. Und das sollte auch so bleiben. Denn ich gebe mir sehr viel Mühe mit und es geht mir um euch und nicht um mich. Also vielen Dank an jeden, der es immer guckt. Und so weiter. Hilfe. Ja, wieder verarscht. Man will draufspringen und das verschwindet. Na gut, der andere LP-Pad müsste jede Sekunde oben sein. Der hat nämlich nur 50 Megabyte. Das ist ziemlich wenig. 14 Minuten oder 15 Minuten braucht er zum Hochladen. Na gut. Ich habe eine Idee, wie das geht. So geht das. So geht's aber auch nicht. Naja. Ich kenne die Musik irgendwo. Okay, geil. Man springt auf der Lava, weil die so heiß ist, oder was? Okay. So, Leute. Guter Trick. Ja, auf einem nächsten Safe State könnten wir auch mal speichern. Und gut, es geht weiter. Unsere altbekannten Bullet Bill Maschinen. Feder. Ich freue mich schon auf den Boss. War das hier eine Burg? Ich weiß es gar nicht. Da müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber ihr habt ja bestimmt drauf geachtet. So, schon ist die Feder wieder weg. Ich will aber nicht, dass hier die Burg wieder einstürzt. Das wäre schlecht. Weil da hatten wir ja, oder beziehungsweise ich ja, ganz schön viele Probleme. Hä? Das war eine Münze? Das sah mir eher wie ein Powerblock aus. Was stand jetzt da nochmal?
When you collect one, come back the here. Was? Find a. Oh, ach so. Use it with L. Oh, nee. Wir müssen mit Luigi nutzen, aber die Scheiße ist, wir haben einen Glitch, wenn wir zu Luigi wechseln. Frage ist, was tun? Ich lade einen zurück. Obwohl, das ist eigentlich egal. Ich bringe mich jetzt hier um. So. So leid es mir auch tut. So. Ich werde jetzt hier nochmal speichern. Auf einem neuen Save State speichern. Dann gehe ich auf den ersten. Speichere hier auch nochmal. Jetzt drücke ich Y auf meiner Tastatur. So. Erstmal. Und wie ihr seht, Luigi kann sich nicht bewegen. Also, das heißt, Ende vom LP. Oh Gott, Luigi. Ich kann auch nicht in Level rein. Ich drück mal irgendein paar Tasten. So, okay, Wirbelsturm. Gut, das war wohl gedacht, falls man sich so verhängen würde. Muss ich den ganzen Weg wieder zur Welt 9 gehen, Welt 7 gehen. Hier seht ihr nochmal die Level. Da haben wir was verpasst. Da ist der Schalter noch rot. Okay, Welt 3. Ruine. Jetzt habt ihr nochmal so einen kleinen Rückblick über alle Level, in denen wir waren. Ah, meine Nase. Die ist zu. Ich bin wieder erkältet. So, nächstes. 4. Mit der Welt hatten wir auch ganz schön viele Probleme. Wie ihr aus den anderen Parts sicherlich kennt. Und guckt euch die alten Parts einfach mal an, die sind ganz interessant. Also sehr viel Mist. Mario, ja, cool. Wie kommst du schnell hin? So, okay. Forest, das. Nee, hier wollte ich auch nicht rein. Hä? Was? Hilfe? Ach, die Feder. Nein! Ach. Ich hasse nämlich zwischen Mario und Luigi, wenn man zwischen denen wechselt, gibt hier ganz schön viele Fehler. Es ist nervig und ich kann selber nichts dafür. Und ja, der Teil bis zum Schluss des Parts wird etwas langweilig. Man könnte den Part auch nennen, den die Wanderung zum Level. Zum. Okay, Luigi sucht, geht zu Mario. Er sucht ihn. Naja. Okay, ich kann euch ein kleines Secret schon verraten. Ich will von Super. Wie heißt es? Ja, was? Sonic Heroes. Ist ein sehr geiles Spiel. Ich habe es früher sehr viel und oft gezockt. Nur weiter zu empfehlen, es ist schon älter und für den Nintendo GameCube. Okay, und die Zeit verrinnt uns weg. Okay, wir haben noch 30 Sekunden oder sowas. Also von dem Spiel will ich auf jeden Fall später noch ein LP oder Playthrough machen. Ich werde mal schauen. Und ja, ich habe jetzt eigentlich schon eine ganze Liste, die ich von LPs und Playthroughs, die ich vor mir habe. Aber es wird noch interessante Playthroughs und LPs geben. Guckt ihr euch auf jeden Fall an und jo, die Zeit ist gerade zu Ende. Und okay, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part. Tschüss. Und falls ihr jetzt noch da seid, weil ich mich vertan habe. Okay, dann sage ich jetzt nochmal Tschüss und bis dann. Tschüss.